Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Carcassonne. Es soll aber eher weniger um Carcassonne gehen, als dass ich hauptsächlich jetzt, da die Gamescom vorbei ist, einfach ein Fazitvideo zu Gamescom machen wollte. Und Carcassonne bietet sich dafür halt an, weil es ja nicht sonderlich komplex ist. Man braucht sich da nicht sonderlich aufs Spiel zu konzentrieren. Und man kann währenddessen halt dann ganz gut einfach labern. Okay. Mhm. Ja, ich schloss mit 2K. Gut. Und ja. Die Gamescom 2018. Was soll man sagen? Also, es war voll. Es war ziemlich, ziemlich voll. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man sagen kann. Es war für meinen Geschmack wirklich mal wieder zu voll. Das ist wirklich so eine Sache, ein Problem, welches ich derzeit mit der Gamescom habe. Sie ist einfach viel zu überfüllt. Ohne ein Fachbesucher-Ticket würde ich nicht zur Gamescom gehen, weil man schafft einfach nicht wirklich was an Spielen. Und das ist eigentlich schon relativ traurig, finde ich, wenn man drüber nachdenkt. Aber das Problem hat die Gamescom ja schon seit längeren inzwischen. Das ist ja nichts Neues. Also, die einzige Möglichkeit, die ich halt dafür theoretisch sehe, ist halt einerseits entweder die Zahl der möglichen Tickets, die sie halt verkaufen, verringern. Aber das würde die Gamescom nicht machen, weil die halt wirtschaftlich denkt. Und als wirtschaftlich denkendes Unternehmen ist es Schwachsinn, wenn die Ticketverkäufe runterzudrehen. Daher würden die sowas nie machen. Denn logischerweise, wenn man die Ticketverkäufe runterdreht, Man könnte theoretisch sagen, dass man die Ticketpreise erhöht, aber trotzdem würde man dadurch dann immer noch weniger Einnahmen haben, als wenn man die Anzahl der Tickets halt nicht verringert. Daher ist das eher keine Option. Eine weitere Option, wie man das Dilemma der Überfüllung der Gamescom theoretisch lösen könnte, wäre theoretisch, dass die Publisher mehr auf die Messe bringen. Aber das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Weil das hat man schon in diesem Jahr gesehen. Die Publisher haben einfach teilweise nicht so viel, was sie auf die Messe bringen können. Also, ich sag mal so. Sony hatte nur ein einziges Spiel auf der Messe, also ein einziges wirkliches Spiel, und das war Spider-Man. Ansonsten waren halt noch VR-Dinger und so ein bisschen, aber nichts, was wirklich in die Kategorie Videospiel ansonsten so reinfallen würde, wie jetzt halt richtige Videospiele. Also dadurch kann man schon sehen, dass da nicht so viel war. Dann EA hatte nur zwei Spiele, eins davon war Battlefield, eins war FIFA. Also auch nicht wirklich was eigentlich. Deshalb. Ubisoft hatte ganz gut was an Spielen. Aber Das ändert eigentlich auch nicht so viel am
Urtümlich am eigentlichen Bild. Bethesda hatte ein paar Sachen, aber allgemein konnte man schon sehen, dass es tatsächlich relativ spielarm war, diese Gamescom. Daher, so, aber das ist halt das eine. Das ärgert mich halt, aber was soll man dagegen machen? Ist halt nicht möglich. Also es ist halt schlecht möglich, da wirklich großartig was gegen zu machen. Wo packe ich den jetzt am besten hin? Ich denke, ich mache den einfach mal dahin. Nope. Ja. Das ist halt einfach so. Die Menschen werden immer mehr. Yay, danke. Was theoretisch eine Möglichkeit wäre, um halt die Gamescom theoretisch wieder eher zu dem zu machen, was sie früher mal war, ist einfach auch an den ganzen auch an diesen ganzen Dingsständen an den ganzen Bühnen halt runterzuschrauben, dass halt weniger von diesen Bühnen da sind, aber viele kommen halt nur wegen den Bühnen und wegen dem Merch, deshalb würden dadurch halt auch viele gehen, aber damit würde ich wahrscheinlich bei vielen mir nicht unbedingt Freunde machen mit der Idee. Das ist halt einfach so. Aber. Oh, sorry. Okay. Das zu dem Thema, also organisatorisch fand ich die Gamescom einfach mal wieder. Ich nenne es mal suboptimal. Einfach. Suboptimal trifft es ganz gut. Aber das ist halt auch wieder ein wenig Geschmackssache. Die bauen da echt für mich gerade ein bisschen mit. Das ist halt einfach so. Ne, den hebe ich noch nicht hoch. Und ja. Dann kommen wir jetzt einfach mal zum wichtigeren Teil der Messe, die Spiele. Weil ich muss sagen, es waren zwar nicht so viele Spiele da, aber ich habe eindeutig ein paar Spiele auf der Messe gefunden, die mich absolut gekriegt haben. Also was mich in Anführungszeichen eher enttäuscht hat, war Jump Force. Aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil es einfach. Mir ist es zu schnell. Mir ist es tatsächlich zu schnell. Das hatte auch ein Freund von mir, mit dem ich halt zusammen auf der Messe war. Und uns beiden ist das Spiel einfach zu schnell. Man kann im Grunde kaum Schritt halten mit dem, was da auf dem Bildschirm passiert. Was wir als nicht ganz so optimal da finden. Welches Spiel ich aber wiederum richtig gut fand, was auch mein absoluter Favorit dieser Messe, der diesjährigen Messe war, eindeutig war Soul Calibur. Das Spiel macht einfach so viel richtig. Das ist echt. Oh. Habe ich das Spiel angezockt, unter anderem einmal mit meinem absoluten Main-Character Killik, dann auch nochmal mit dem neuen Charakter, welcher ja Geralt aus der Witcher-Reihe ist. Das Spiel macht einfach so viel richtig, das ist kaum zu glauben, wie viel dieses Spiel einfach richtig macht. Und es funktioniert einfach. Es macht wirklich richtig Laune. Auch was die Characters angeht, die halt dieses Mal bei diesem Teil wieder dabei sind, beziehungsweise allgemein dabei sind. Zum Beispiel kommt das Salamel wieder, welchen ich persönlich sehr gut fand. Oder auch allgemein kommen einige coole Charaktere wieder. Killik ist halt auch wieder dabei. Tian, ich weiß
ich habe gerade den Namen von ihr vergessen. Auf jeden Fall, die Freundin von Killick ist auch wieder da. Die ist halt auch ein, finde ich persönlich, ein ganz cooler Charakter. Ich beginne dahin. Da habe ich. Ja, von. Gut. Und ja, das Spiel hat wirklich einfach Laune gemacht. Da hat halt alles gestimmt bei dem Spiel. Von der Geschwindigkeit her, von allem. Das wirklich. Da hat absolut alles für mich gestimmt. Ein eher Überraschungs-, also mein sozusagen eher Überraschungssieger, würde ich sagen, ist, denke ich, definitiv Skull and Bones. Das Spiel macht echt mächtig Laune. Ich kann noch nicht abschätzen, für wie lange es wirklich gut sein wird, aber so diese eine Session, die ich auf der Gamescom angespielt habe, die hat richtig, richtig Laune gemacht, auf jeden Fall. Gut, den mache ich mal dahin. Und das ist halt. Das macht halt wirklich schon Spaß, ne, das Ding zu spielen. Gut, wo kann ich am besten noch. Ah, nee. Ja, obwohl. Nee, ich nehme die große hier mit. Ich nehme die große hier mit, das ist. Ja, das bringt. Also Skull and Bones. Wirklich Top-Spiel, wo ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder reinschauen werde. Assassin's Creed hat mir auch ganz gut gefallen dieses Jahr. Das war auch ein Spiel, wo ich sagen muss, ja, kann definitiv ganz, ganz gut was werden. Ich kann es aber halt noch nicht wirklich einschätzen. Dafür war die Session sozusagen zu wenig, die ich gespielt habe. Das ist einfach so. Welches Spiel ich dann auch halt noch wirklich sehr, 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 sehr gut fand, war Anno habe ich auch angespielt gehabt. Auch, also die haben ja einiges da gemacht mit dem neuen. Das bringt mir nichts, wenn ich daran mache. Die haben da ja einiges gemacht mit den neuen Systemen, zum Beispiel die haben zum Beispiel was am Belieferungssystem zum Beispiel geändert. Das heißt, es sind nur eine bestimmte Anzahl an Karren sozusagen unterwegs. Obwohl, nee, das ist eigentlich falsch ausgedrückt. Es sind Karren unterwegs, aber diese Karren werden dann halt beziehungsweise verstopfen sich dann und blockieren einander. Wenn du also zu viele Industriegebäude beziehungsweise Ressourcengebäude, Produktionsgebäude auf eine Stelle baust, beziehungsweise in ein Gebiet baust, dann. Ja. Okay, nee, den möchte ich dann nicht haben. Da lieber. Dann hast du da halt Staubildung und deine Warentransport und Ablieferungen funktionieren nicht mehr richtig. Das kannst du dann lösen, indem du halt weitere Lagerhäuser baust, was ich eigentlich ein sehr cooles System finde. Auch haben die allgemein das Einflusssystem ein bisschen überarbeitet, und zwar war das Einflusssystem ja vorher immer sozusagen kreisrund. Also mit Einflusssystem meine ich das Gebiet, welches zum Beispiel bestimmte Gebäudetypen haben, um halt Bedürfnisse zu erfüllen. Und das war halt ja früher immer mehr oder weniger komplett kreisrund gewesen. In dem jetzigen Teil haben sie es dementsprechend umgebaut, dass es halt auf die Distanz umgerechnet wird, welche halt sozusagen über die Straßen läuft. Das heißt, es ist nicht mehr ein kreisrundes Gebiet, sondern es kommt auf die Anbindung von dem Gebäude drauf an, was ich wirklich sehr, 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 sehr gut finde. Also das Spiel macht echt einiges, macht da wirklich einiges richtig dabei. Und auch wenn ich ein bisschen das in Anführungszeichen Pech hatte,
bei meinem Anspielen habe ich sozusagen einen der extra PCs bekommen, weil die hatten zu wenige PCs, deshalb mussten sie halt weitere PCs dann nochmal wieder aufbauen nach dem Fachbesuchertag. Was halt dazu dann führte, dass ich halt auf einen extra PCs ist gelandet, an einen extra PCs gelandet bin, und die Maussensibilität war einfach so übelst extrem. Also ich spiele ja schon immer mit einer sehr hohen Maussensibilität, dass alle Kumpels, die ich habe, die irgendwie mal an meinem Rechner sind, irgendwie die absolute Krise bekommen deshalb. Ich starte noch eins. Einfach. Deshalb. Das ist da dann schon meistens für die absolute Horror, mit der Maussensibilität von mir zu spielen. Und ja, ich sag mal so, ich habe ungefähr 1 Millimeter bewegt, jetzt vielleicht übertrieben 1 Millimeter bewegt und die Maus über den ganzen Bildschirm schon rüber sozusagen. Also das war schon nicht ganz so das Optimum, was ich mir so gewünscht hätte an Maussensibilität, vor allem nicht für so ein Aufbauspiel, aber ja, was will man da machen? Das ist halt einfach so dann. Und das war auch mehr oder weniger mein einziger bisheriger wirklicher Kritikpunkt an Anno. Ansonsten ist es, also mir hat das Spiel echt Spaß gemacht. Ich finde das Spiel wirklich sehr gut. Es macht Laune, es fühlt sich gut an zu spielen. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Gefühlt haben die bisher alles richtig gemacht, obwohl ich fand das neue, sagen wir mal, Produktionskettensystem ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das geht eigentlich auch klar. Das ist halt nämlich so, dass man ab jetzt immer die ganzen Produktionsketten alle mehr oder weniger unterschiedlich als Reiter unten hat, und für eine ganze Produktionskette, da wird dir teilweise auch schon das Endprodukt unten angezeigt, und dann kannst du da draufklicken und dann hast du einmal die ganze Gebäude aus dieser Produktionskette da, um halt welche, mit dem du halt das Endprodukt dann am Ende rausbekommen kannst. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist absolut in Ordnung. Und das Setting gefällt mir halt bisher eigentlich auch wieder ganz gut. Also da habe ich derzeit nicht dran zu meckern. Aber das ist halt auch eigentlich mit absoluter Wahrscheinlichkeit wieder Geschmackssache. Dann habe ich auch noch angespielt One Piece World Seekers. Das war... Also es war nicht schlecht, aber die Steuerung war noch nicht optimal, fand ich. Da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Das hat noch ein paar kleine Problemchen, würde ich so nennen. Das ist noch nicht wirklich ausgereift, das Spiel, aber das ist ja nicht zwingend so das Problem. Oh, fuck it. Gut. Mal schauen, wo kann ich denn hin positionieren am besten? Ja, ich denke, ich positioniere ihn tatsächlich hier hin. Komm. Dann habe ich noch Devil May Cry angespielt, das neue. Das macht richtig Laune. Allein das Soundtrack zu dem Spiel, das funktioniert einfach, das Spiel. Der ganze Soundtrack, der Humor, das war auch echt einer der Top-Games für mich auf der Gamescom dieses Jahr. Was habe ich noch alles angespielt? Biomutant war wieder sehr interessant. Also, die haben da ein bisschen was geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Man hat dieses Mal eine andere Demo gespielt.
Dieses Mal hat man unter anderem, kam halt in der Demo einen in Anführungszeichen Bossfight vor und man hat halt mit einem Roboter teilweise, ist man teilweise umhergelaufen, der Füchse verschießen konnte. Man konnte vorher noch den Kopf des Roboters selber sich designen, beziehungsweise man konnte sich aussuchen, was für ein Design der Kopf haben soll. Fand ich eigentlich auch ein ganz nettes Gimmick. Ich habe mich dafür einen Drachen entschieden und ja, dieser verkackte Roboter hat Füchse geschossen. Wieso auch immer. Dann wurde wurde dann auch noch eine weitere, in Anführungszeichen, Fähigkeit vorgestellt. Dass man halt sozusagen mit dem Mutagen dann dass man dann sozusagen Seifenblasenmutation ungefähr. Das war ein bisschen komisch am Anfang, weil man überhaupt nicht wusste, was soll ich hier jetzt eigentlich machen? Wie springe ich jetzt genau zu dem anderen rüber? Da bin ich mehrfach abgesoffen bei der Stelle, weil ich nicht gecheckt habe, wie ich da jetzt tatsächlich über den Wassergraben mit der Blasenmutation springe. Aber habe ich dann auch noch irgendwie hinbekommen gehabt. Okay, den packe ich dann mal einfach dahin. Ich habe halt keine, die ich da draufstehen kann gerade. Das ärgert mich. Ja. Aber ansonsten hat mir wirklich eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Den packe ich dann mal hier hin. Und ja, dann auch hier von THQ Nordic. Oh fuck, ich komme gerade nicht mehr drauf. Doch, jetzt komme ich wieder drauf. Darksiders. Darksiders 3. Das macht Laune. Das macht ziemlich Laune, ist aber, finde ich persönlich, doch extrem hart. Ne, sagen wir mal so, du willst in dem Spiel nicht getroffen werden. Das tut weh. Das tut absolut weh, wenn ich die Gegner treffen. Das ist schon, da kriegst du dann schon echt ziemlich viel Schaden von. Was das Ganze ziemlich bösartig dann macht. Gut. Ding, 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 ding. Was mache ich dann da? So. Ich bin gerade am Überlegen. Ja. Ja. Darksiders erst 3. Halt auch absolutes Game. Darauf hab ich mega Bock. Muss ich ehrlich sagen. Darauf habe ich echt mega Bock auf das Spiel. Nicht optimal. Ganz und gar nicht optimal. Gut. Ich lasse dir nach Möglichkeit das jetzt nicht beenden. Ah fuck, ich werde verlieren gegen den Grün wahrscheinlich. Egal. Ist mir egal. Gut. Was ich auch noch angespielt habe, war Pathfinder Kingsmaker. Da hatte ich das Glück, dass ich sozusagen relativ früh rangekommen war, weil ich war dann der Erste an dem Stand. Und ja, hab dann angefangen zu spielen. Nach gut 50 Minuten habe ich dann aufgehört zu spielen. Ich wurde nicht darum gebeten, weil ich dann zu Anno rüber gegangen bin, um mich da halt noch anzustellen, bevor die ganzen weiteren Besucher dann reingelassen werden. Weil als Fachbesucher habe ich ja Pre-Entry gehabt, ab 9 Uhr. Deshalb kam ich dadurch dann halt schon früher rein. Das habe ich dann halt auch dementsprechend dann ausgenutzt. Und ja, also Kingsmaker gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen durchgerusht das Spiel, um halt möglichst viel davon sozusagen erleben zu können. Deshalb
waren ein paar Sachen für mich leicht komisch, beziehungsweise am Ende war ich auch kurz davor, die ganze Truppe irgendwie hier umzubringen, weil ich halt nicht wirklich strategisch, beziehungsweise mit viel Nachdenken, sondern einfach auf möglichst schnell das Ganze gemacht habe. Und ja, das. Aber das Spiel macht wirklich Laune. Das ist. Also ich spiele auch Pathfinder mit ein paar Freunden von mir als Pen and Paper, und das funktioniert wirklich schon sehr, sehr gut, das ganze System dort. Also das macht wirklich Laune, das passt einfach. Das passt einfach wirklich bei dem Spiel. Gut. Was gab's noch? Ja, Sekiro gab's noch das neue Spiel von From Software. Also man merkt definitiv, dass da From Software an der Arbeit war bei dem Spiel. Das ist wirklich. Es fühlt sich halt an wie ein Souls-Spiel. Aber die neue Grapple-Mechanik finde ich sehr geil, muss ich sagen, die es da bei dem Spiel gibt. Plus, was mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war. Das konnte ich dann auch noch kennenlernen. War die, sagen wir mal, Die Twice Mechanik, weil das heißt ja das Spiel heißt ja auch Sekiro Shadows Die Twice, und das ist halt so, wenn man einmal stirbt, dann kann man sich an seiner Leiche direkt reviven, ohne irgendwas zu verlieren, soweit ich es bisher bei der Demo mitbekommen habe. Und ja, dann kann man von dort aus wieder weiterspielen. Aber das kann man natürlich nicht unendlich machen. Man kann das halt zweimal machen, bevor man in Anführungszeichen wieder endgültig tot ist dann. Und am letzten sagen wir mal Schrein, also das sind solche Art Schreine, diesmal die Lagerfeuer, bevor man da dann wieder respawnt. Das ist, also Sekiro hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Allgemein habe ich auch nicht sonderlich viel angespielt, was mir nicht gefallen hat. Das Spyro habe ich noch angespielt, fand ich auch ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Was habe ich noch angespielt? Ich bin gerade am Überlegen. Was habe ich noch alles angespielt? Ich hatte noch. Kann ich den nicht darauf positionieren? Nein, kann ich nicht. Doch, da kann ich den. Spyro hatte ich dann noch angespielt, fand ich halt auch nicht schlecht. Ich habe die ursprünglichen Teile nie selber gespielt, sondern bei mir in meinem, bei mir in der Heimat, da gab es ein, sagen wir mal, ein größeres fast Kaufhaus, Geschäft, und das hatte halt auch eine, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für eine Konsole, da war auf jeden Fall irgendeine Konsole, auf der man Spyro spielen konnte, und da habe ich es dann halt mal ab und zu, wenn ich da war, dann gespielt. Also ich habe nicht wirklich viel Erfahrungen mit Spyro gehabt, aber das Spiel hat gut funktioniert. Und ja. Schade, da kommt noch ein ärgerlich. Ich denke, das werde ich verloren haben, die Runde, aber das ist ja auch nicht, worum es geht. Ja, Spyro, was habe ich noch gehabt? Raid 2. Oh, das Spiel macht mächtig Laune. Das Spiel macht wirklich richtig Laune. Das ist halt schön diese Geschwindigkeit, die man halt von ID Software erwartet und sich wünscht. Das funktioniert einfach. Plus halt dieser absolut derbe Humor. Das funktioniert wirklich, wirklich verdammt gut, das ganze System. Muss man einfach sagen. Das funktioniert da wirklich, wirklich ziemlich gut. Hey, Wiesen. Ich habe ein. Oh.
Achso, hab gerade gedacht, dass der wäre. Okay. Ja, ich habe trotzdem verloren. Gut, egal. Ja. Also, das war auch sehr gut, der Ding. Also, Rage, absolut geiles Spiel. Muss ich sagen. Das war wirklich, wirklich ziemlich geil. Und ich glaube, das war's schon fast, was ich alles angespielt habe. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube, das war tatsächlich alles, was ich angespielt habe. Also ich bin gerade echt am Überlegen. Also ich weiß, bei Nintendo habe ich keine von den Spielen angespielt, weil mir das einfach, also ich sag mal so, hier Smash Bros. Hatte teilweise über 5 Stunden Wartezeit. Also dafür ist es mir nicht wert, so lange anzustehen, weil ich bin zwar ein riesen Smash Bros. Fan, aber mir ist durchaus klar, dass ich am System nicht so viel geändert haben wird. Die grundlegenden Spielmechaniken werden die gleichen bleiben. Genau das gleiche gilt auch für Mario Party, weshalb ich die Nintendo-Spiele halt ausgelassen habe dieses Mal. Bethesda habe ich nur Dings angespielt, nur Rage. Fallout konnte man auch nicht anspielen. Ich hätte theoretisch noch Elder Scrolls Blades anspielen können, aber ist jetzt auch nicht so für mich das Tragische, dass ich das nicht gemacht habe. Ubisoft hatte Skull and Bones und Anno und Odyssey weg von denen, die ich angespielt habe. Bandai Namco habe ich Soul Calibur, Jump Force und Dings, ich komme gerade nicht drauf, Worldseeker angespielt, ja. Das war es, glaube ich, auch bei Bandai Namco gewesen. Leider gab es keinen Code Vein auf der dieses Jahr. Das hat mich ein bisschen geärgert, beziehungsweise das fand ich schade. Square Enix, was habe ich da angespielt? Also ich habe Tomb Raider habe ich nicht angespielt. Ich habe eine Präsentation zum Just Cause gesehen, zum neuen. Auch sehr interessant mit den ganzen Sturmmechaniken und sowas da, was man da alles für Bullshit machen kann. Ansonsten. Kingdom Hearts habe ich nicht angespielt, leider. Life is Strange habe ich den vorigen Teil nicht gespielt. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich auch nicht so das Interesse an Life is Strange. Deshalb habe ich Life is Strange 2 auch nicht angespielt. Was könnte noch. Was war denn nachher noch von den in Anführungszeichen größeren Sachen dabei? Spyro hatte ich. Ich glaube, ich hatte tatsächlich jetzt alle durchgenommen. Also für mich ganz klar der Gewinner dieses Jahr auf der GC. Halt persönliche Meinung und, war halt Soul Calibur. Aber ich habe halt auch kein Interesse an Spielen wie beispielsweise Battlefield oder auch Destiny nicht. Das von Ubisoft, das eine. The Division habe ich halt auch kein Interesse daran, weil diese ganzen Loot- bzw. Farming-Shooter und sowas, das ist alles nicht meins. Ich habe ja auch nichts an. Also ich persönlich kann ja auch nicht wirklich viel Diablo abgewinnen, auch wenn ich
Also die Background-Story und das Szenario und Setting finde ich eigentlich ganz geil, die Welt. Aber das Spielprinzip von Diablo ist einfach nicht meins von Blizzard. Deshalb ist da auch nicht so das Große dabei. Also ja, ich glaube an Spielen und allgemein habe ich jetzt alles durchgearbeitet. Also ich kann auch noch mal empfehlen. Dienstag wahrscheinlich wird ein Kumpel von mir auch, also beziehungsweise ein Kumpel von mir, mit dem ich auch bei der GC zusammen war dieses Jahr, Most Wanted, wird das den Kanal habe ich ja auch bei mir verlinkt auf meiner Kanalseite. Und der wird auf Twitch dann dienstags wahrscheinlich streamen. Wahrscheinlich so 1-2 Stunden, vielleicht 3 Stunden IRL-Talkstream machen, wo er halt über Gamescom erzählt und was wir da alles für Bullshit gebaut haben. Denn ich bin damit eben auch einiges über die Gamescom gelatscht. Wir hatten auch zusammen eine Wohnung dieses Jahr gehabt. Und da hatten wir auch einige. Sagen wir es einfach mal so, wir hatten ordentlich Spaß gehabt bei dem Scheiß. Ich persönlich werde wahrscheinlich auch bei dem Stream reinschauen. Und wahrscheinlich auch kommentieren mit. Wer weiß, vielleicht werde ich auch mit ihm dann auf Discord gehen. Auf jeden Fall werde ich mit ihm im Chat schreiben. Also das werde ich auf jeden Fall machen. Also da haben wir, wer daran interessiert ist, da haben wir noch einige geile Stories rauszuholen. Ah ja, stimmt. Und ich habe es fast vergessen. Das wofür diese Gamescom definitiv für alle Ewigkeiten in Erinnerung bleiben wird. Genauso wie halt zum Beispiel 2013 für die neue Konsolengeneration, 2016 für VR, wird dieses Jahr 2018 dafür bei allen Erinnerung bleiben, dass vor dem Fortnite-Stand geschissen wurde. Wirklich. Da hat jemand vor dem Fortnite-Stand geschissen. Dieses Jahr. Auf der Gamescom. Ich sag mal so, ich finde das Spiel zwar auch nicht sonderlich bringend, beziehungsweise ich kann dem Spiel auch nicht sonderlich viel abgewinnen, aber das geht dann doch eigentlich zu weit. Das ist eine Sache, nein. Nein, das muss man nicht machen. Das ist etwas, ja. Nein, das geht doch, sowas macht man einfach nicht. Das ist respektlos, das macht man nicht sowas. Also wer da Interesse hat, der kann da auch, der findet sicherlich im Internet genügend dazu zu dem Thema, aber das wollte ich halt nur noch mal kurz als weitere Information halt raushauen. Oh. Insgesamt, das war bisher die geilste Gamescom, die ich hatte, und auch wenn die Organisation aus meiner Sicht halt zu wünschen übrig lässt, aber ja, das ist halt so. Also ich persönlich würde halt nie wieder zur GC gehen, wenn ich nicht auch die Fachbesuchertage, also den Fachbesuchertag reinkommen würde. Da habe ich, also am Fachbesuchertag habe ich 11 Spiele geschafft, was absolut nicht schlecht war. An den restlichen Tagen habe ich jeweils 2 Spiele geschafft. Das sagt einiges aus. Ich war dieses Jahr auch nur 3 Tage lang auf der Messe, weil 3 Tage reichen mir. Absolut. Ich bin jetzt keiner, der sonderlich hinter Merch hinterher ist oder sowas. Also ich kaufe mir Merch oder Figuren oder sowas, der mir gefällt, dann in der Merchandise-Halle. Aber beziehungsweise freue mich auch über ein paar coole T-Shirts, wenn ich die abgreifen kann. Ich beispielsweise von Rage hat man einen bekommen, wenn man einen angespielt hat. Bei Sekiro hat man einen bekommen, wenn man es angespielt hat. Ich habe bei der Darksiders habe ich bei der Bühne ein T-Shirt abgegriffen für Darksiders 3. Fand ich ganz geil, aber ich selber bin eigentlich nicht so der große Merch-Jäger. Das ist mir nicht so wichtig. Ich gehe zur Gamescom, um da die Spiele kennenzulernen, die neuen. Also, ja. Also ich würde sagen, für mich von den Spielen her ein Gewinner definitiv
Soul Calibur dieses Jahr gewesen. Verlierer würde ich persönlich von den Publishern sagen, also Gewinner von den Publishern kann ich schlecht beurteilen. Da würde ich sogar fast sagen, war das Ubisoft von den da war das im Grunde schon Ubisoft. Verlierer von den Publishern würde ich sagen, Sony und EA ungefähr auf dem gleichen Platz, also weil beide im Grunde nichts abgeliefert haben. Battlefield 5 ist Geschmackssache. Meins ist es halt nicht. FIFA, es ist halt wie auch wieder nur ein neues FIFA. Das ist, klingt jetzt zwar dumm, aber ist halt so. Das ist auch wieder nur ein neues FIFA. Da kann man nicht viel von an großartig jetzt an neuen oder anderen Sachen erwarten. Und Sony hatte halt VR sehr stark drauf gesetzt, aber ja, das ist jetzt nicht so wirklich das Steckenpferd eigentlich, was man bei Sony erwarten würde. Und halt wirklich als einziges Spiel, welches die da halt auf der Messe hatten von den in Anführungszeichen Großen, war halt Spider-Man. Aber mit Spider-Man haben die sich, glaube ich, auch mehr oder weniger ihr eigenes Grab geschaufelt, weil sie haben es ein bisschen darauf angelegt, dass Spider-Man mit der Arkham Knight-Serie verglichen wird. Mit der Arkham-Serie verglichen wird von Batman. Und den Vergleich kann Spider-Man nur verlieren. Da fängt schon damit an, dass. Okay, nehmen wir einfach mal die neuesten beiden Arkham-Teile raus, zumindest aus dem Vergleich. Allein schon für die ersten beiden Teile, den Vergleich kann Spider-Man nur verlieren, weil man nehme nur die Bösewichte. Die Bösewichte reichen dafür allein schon komplett aus, warum Spider-Man da nicht mithalten kann. Und ich habe halt einen Freund, welcher halt sehr auf Marvel und auch Comics und so interessiert ist und auch schon zumindest einen von den älteren Spider-Man-Spielen gespielt hat, und er meint, das ist im Grunde nichts Neues. Das ist im Grunde genau das Gleiche, wie es vorher auch war. Also, oder nicht unbedingt genau das Gleiche, aber es ist im Grunde wieder nur ein Spider-Man-Spiel. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist halt auch so, ja, Sony hat irgendwie dieses Jahr nicht wirklich abgeliefert bei der GC. Interessant gewesen wäre, hätten sie zum Beispiel sowas wie Ghost of Tsushima da gehabt oder halt auch oh fuck, ich habe jetzt den Namen vergessen, mit Ellie, mit dem Klickern, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich habe die Spiele halt auch selber nicht gespielt, The Last of Us 2. Hätten sie für The Last of Us 2 irgendeine kleine Demo oder so da gehabt, das hätte auch schon gereicht. Dann wäre das nicht ganz so ein Reinfall für Sony gewesen. Aber ja, so war Sony eher schwach abgeliefert. Ja. Also, wie gesagt, wer Interesse hat Dienstag, nachdem ich das Video hochgeladen habe, ich nehme es jetzt Sonntag, nachdem ich wieder aus Köln zurückgekommen bin, direkt auf und lade das dann auch die Nacht hoch, sodass es heute bzw. Montag heute im Sinne von wann dieses Video erscheint, halt dann online ist. Morgen wird dann halt von meinem Freund der Livestream dann auf Twitch kommen, wo ich halt auch dabei sein werde. Wer Interesse an den ganzen Bullshit hat, den wir da hatten, der uns da passiert ist, kann da sehr gerne reinschalten. Ich werde wahrscheinlich dazu auch noch ein bisschen was erzählen, aber erwartet nicht, dass das wirklich früh in einem der Videos ist, weil ich habe jetzt halt ich habe die Vorproduktion halt im Grunde schon durch für die Zeit, wo ich bei meinen Eltern bin. Diese ganzen Stories werden dann wahrscheinlich erst in gut einem Monat oder so in den Videos kommen. Kommen davon schon ein paar Stories früher, weil eventuell habe ich da noch eine kleine Überraschung auf Lager, aber das steht noch nicht hundertprozentig fest. Das ist eine Sache,
Das muss man sehen, ob das zeitlich was wird. Das könnte dann die nächsten, wenn das klappt, kann das dann die nächsten Tage, beziehungsweise in vielleicht nächste Woche dann starten, wenn es klappt. Deshalb verspreche ich noch gar nichts da in die Richtung und sag auch noch nicht, was es ist. Ja, jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde angelangt. Wie gesagt, bei Interesse für die Bullshit-Stories schaltet dann morgen ein. Wenn ihr das Video direkt am Tag seht, wo ich es veröffentliche, deshalb veröffentliche ich es auch etwas außerplanmäßig, also halt schon mittags und nicht erst abends, wie ich halt sonst meinen Zeitplan habe. Ja, das war mein Fazit zur DC, also ja, für mich persönlich die beste GC bisher, aufgrund von den Kumpels, mit denen ich unterwegs war, war spieletechnisch eher, in Anführungszeichen, eher schwach, organisationstechnisch immer noch, in Anführungszeichen, jetzt übertrieben, hart für den Arsch. Also das ist hart übertrieben schon, aber die müssen organisationstechnisch da eigentlich trotzdem ein bisschen noch nachliefern, bevor das wirklich was wird. Aber ja, so viel dann dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.